Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danny Wolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4 und da steht schon bei der Warte, über Gunner. Boah. In der letzten Folge haben wir das Gunner-Hauptquartier mehr oder weniger erledigt. Gunners Plaza. Und wir haben jetzt eine Mission von den Minutemans angenommen, dass wir die Burg wieder zurückerobern sollen und dann ist da hinten. Und da ist ein Vetibird. Hey, lass mal gucken, gegen was der hier gegenfliegt. Der fliegt irgendwo gegen, ich weiß es. Komm, komm, komm. Lass ich mal so in den Sendeturm gehen, geportet übrigens, ne? Komm, komm, flieg gegen irgendwas, flieg gegen irgendwas. Das machst du immer. Oh, was machen die da? Wow, ihr könnt echt nicht fliegen. Ihr könnt echt nicht fliegen. Ihr seid echt beschissen darin, ganz ehrlich. Ihr habt zwar geile Rüstungen und so und schafft es gegen Supermutanten halbwegs was auszurichten, aber ihr könnt nicht fliegen. Ist nun mal so. Ah, weiter. Ich ignoriere mal hier Big Johns Müllhalde oder was auch immer das war. Möchte ehrlich gesagt den ganzen Ort hier nicht erkunden, aber Kurzwort vergöttert dich. Was? Warum? Was habe ich getan? Hör auf damit. So viel Strahlung, ne? Ja, wir sollten jetzt zu Dings gehen, ne? Zur Burg, ey. Die haben auch gut reden, ne? Das ist ja am A der Welt irgendwo, ist doch klar. Dass wir die nicht erobern können. Ja, Probleme damit hatten, die zu erobern. Wo ist der jetzt schon wieder? Oh, ne. Im Baseballfield. Field, Feld. University Point. Sind noch weit. Und kurz war das schon wieder weg. Ma. Hi. Ich nur wissen, was das nochmal bedeutet. X. Darüber. Weiter. Pigmans Visitenkarte. Was ist das? Pikmin war hier. Finde mich, wenn du dich traust. Und ich habe was auf der Karte bekommen, ehrlich. Wo soll ich denn. Wie soll ich. Wie kann man denn bitte schon durch eine Visitenkarte auf einmal wissen, wo irgendwie jemand war? Wo ich den finden kann? Was ist das denn für eine Logik? Oh. Ach, wir sind da schon mal hingeflogen, genau mit dem VT-Bird in der Bruderschaft. Und da habe ich ja gefragt, warum ihr
ob hier alles überschwommen ist. Und anscheinend ist es hier wirklich überschwommen. Erst hier kommen wir schon viele Meierlords und so, ne? Keine Ahnung, wo gerade so was ist, aber er vergöttert mich. Der kommt schon zurück. Ist vielleicht nicht so gut, die Idee, mit einem Roboter. Warum? Warum? Warum immer? Du hast mir ja gar nichts abgezogen. Nein, hier. Ich habe jetzt bessere kritische Treffer. Ich mache jetzt mal Schaden ein bisschen. Mit dem kritischen Treffer Treffer. Was sagt ihr, komm, Myologs? Was habt ihr denn? Oh, was zum? Oh, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich weiß auch gar nicht mehr. Ja, ich renne zu den Minutemans. Was? Da kann ich auch mal irgendwo hingehen, ne? Ohne dass ich wieder von allen Leuten im Ödland angegriffen werde. Warum? Warum auf mich schon wieder? Da sind Zins. Oh. Ich habe meine Ruhe. Gleich wieder, ne? Oha. Mann. Ja, was? Es gibt auch Besseres, als immer noch mich anzugreifen, ne? Ernsthaft muss jeder Gegner, den ich begegne. Super. Lass mal eine Waffe ziehen. Ich kann meine Waffe nicht ziehen. Gesicht treffen, ey. Vor Hilfe. Mal wieder. Was eigentlich Kotzbart schon wieder? Was soll das eigentlich? Wenn ich den gerade brauche. Das sieht nicht sicher aus. Manchmal regt mich das echt auf. Muss eigentlich überall, wo ich hingehe, legendär sein. Ich weiß, ich spiele auf Überleben. Aber trotzdem, jeder Gegner. Ich muss bei jedem Gegner um mein Leben kämpfen. Jedes Mal. Das kotzt mich so an. Bin ich froh, wenn ich irgendwann Imba bin? Weil irgendwann wird das passieren. Irgendwann werde ich geile Waffen und geile Rüstungen und so haben, dann können die mich alle mal. Boah.
Junge. Ich gehe zu dem Minimann schon wieder 10 Minuten und ich versuche einfach nur um mein Leben zu kämpfen. Was mach? Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, kann das sein? Boah, leck mich am Arsch. Da wieder so typische 10 Minuten, die ersten, wo ich nichts erreicht habe. Und wo es kotz wird. Boah, echt? Ich werde nur vorbeilaufen, okay? Kein Grund. Irgendwas. Parker Quinn. Du bist freundlich. Lass reden. Entschuldigung, Sir. Parker Quinn. Ich wollte nur sagen, dass es mich freut, dass du an meiner Ecke vorbeischaust. Schön, dich kennenzulernen, Mr. Quinn. Mr. Quinn? Was ist los? Sind wir Fremde? Mr. Quinn ist mein Vater. Ich bin Parker. Okay. Dann eben Parker. Hey, sieh mal an. Wir sind jetzt Freunde. Ich bin Parker und du bist Sir. Schau, da du ja offensichtlich eine beschäftigte, gefährliche und außerordentlich intelligente Person bist, komme ich gleich zur Sache. Ich mache dir ein Angebot, das so spektakulär ist, dass du unmöglich Nein sagen kannst. Bist du bereit? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dir komplett egal ist. Jeden Tag musst du Sachen kaufen. Essen, Munition, Bier, alles Mögliche. Und du zahlst mit Kronkorken von Flaschen. Nö. Was für ein Jahr haben wir denn bitte? 1612? Ein Haufen Loser hat die Welt vor 200 Jahren in die Luft gejagt. Und wir müssen säckeweise Kronkorken herumschleppen. Soll das ein verdammter Witz sein? Also habe ich in Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Laden im Commonwealth die Kronkorken abgeschafft. Und so haben wir jetzt die einzige Form von Währung, die du je brauchen wirst. Die Kreditkarte. Was? Die Kreditkarte? Habe ich doch gesagt. Kreditkarte. Total einfach. Du gibst mir jetzt 110 Kronkorken und ich gebe dir diese Kreditkarte. Damit kannst du in jedem Laden im Commonwealth bezahlen. Wert 100 Kronkorken. Die 10 zusätzlichen sind meine Servicegebühr. Also, was sagst du? Willst du eine? Hört sich gut an. Ich nehme eine. Hervorragend. Ich nehme dein Geld und du bekommst die Kreditkarte. War toll, mit dir Geschäfte zu machen. Sag's deinen Freunden. Parker Quinn, selbe Ecke, jeden Tag. Volltrottel. Dürfte ich Ihnen kurz was sagen? Wenn du sagst, ich bin Volltrottel, ne? Aber klar, was gibt's? Sehr liebenswürdig, Sir. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe Sie und Ihre Familie immer bewundert, seit dem Tag, als meine visuellen Sensoren zum ersten Mal aktiviert wurden. Sie und Ihre Frau, Sie waren so gut zu Sean und haben mir die Pflege des kleinen Wonneproppens anvertraut. Mir wird ganz warm um den Reaktorkern. Sie können sich vorstellen, wie verzweifelt ich war, als die Bomben fielen und sie in den Vault flogen. Ich fand keine Hinweise auf ihren Tod. Ich konnte nur hoffen, dass sie es alle rechtzeitig geschafft hatten. Als sie zurückkamen, war ich überglücklich. Ich führte eine Komplettdiagnose durch, um sicherzustellen, dass ich keine Fehlfunktion hatte. Aber diese Nachricht von ihrer Frau und Sean, glauben Sie mir, nur ein wahrer Held kann so etwas durchstehen. Ich bin kein Held, Cotsworth. Glaub mir. Verkaufen Sie sich nicht unter Wert, Sir. Denken Sie daran, was Sie in dieser trostlosen Welt erlebt und geschafft haben. In den 200 Jahren habe ich gute Männer und Frauen zerbrechen sehen. Aber Sie, Sir, Sie sind der Inbegriff dessen geblieben, wonach die Menschheit streben sollte. Ich hätte nicht gedacht, dass du das so siehst, Cotsworth. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie müssen nicht sagen, Sir. Ich wollte nur, dass Sie wissen, was Sie mir mittlerweile bedeuten. Ich glaube, dass nur Sie es schaffen können, das Commonwealth zum Guten zu verändern. Natürlich. Aber genug geredet. Meine Ansicht steht fest. Machen wir weiter. Okay, mit ihnen haben wir auch höchste Verbundheit. Das heißt, der verschwindet im nächsten Part. Roboterverbundheit. Oder Sympathie. 10% Energieresistenz gegen Energiewaffen von Robotern. Okay. Das heißt, im nächsten Part werde ich wahrscheinlich wechseln.
Ja, und ich habe übrigens eine Kreditkarte gekauft. Was auch immer. Ich wollte die einfach nur haben. Also habe ich genug Geld. Schrott. Austausch und Rückerstattung ausgeschlossen. Austausch und Rückerstattung ausgeschlossen. Und du, Pisser. Ja, mir war klar, dass das schon Betrug war, aber trotzdem. Wer weiß. Wer weiß, was das alles gebracht hätte noch. Vielleicht gibt es ja jemanden, der die Kreditkarte haben will oder so. So, aufpassen, dass ich nicht verschotte. Oh Mann. Ich war's hören. Voll leck mich dran. Hier ist ein Raider-Basis und da ist eine Supermutant-Basis. Will ich auf den Arm nehmen? Wie willst du das denn sagen, ey? Hier sind Raider und Supermutanten-Nachbarn oder was? Boah. Ich renne zu den Minutemans jetzt. Kann sich um den kümmern. Freut mich gar nicht, okay. Raider-Basis nehmen wir Supermutanten-Basis, Junge. Sah die jedenfalls aus. Boah. Ich wollte nur nicht den offensichtlichsten Weg hier gehen, hallo? Seid ihr, ich könnte Hilfe gebrauchen. Alles ist wieder hinter mir her. Oh, sehr gut. Wir sagen, wir gehen irgendwo zusammen rein. Wäre viel einfacher. Was geht? Oh, ich bediene mich mal, ne? Hab da nichts dagegen, bestimmt. Ja, eben. Ja, jetzt bin ich mal in der Überzahl. Warum macht er jetzt ab? Ich will ja nicht verarschen. Boff. Boff. So. What? Achtzehn Minuten, ja, komm. Alle sind hier, General. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Der eigentliche Name ist Fort Independence, aber die Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Jetzt weißt du, warum ich das Fort unbedingt zurückerobern wollte. Weshalb brauchen wir diesen Laden nochmal? Die Funkanlage ist das Wichtigste, aber mit etwas Arbeit können wir aus dem Fort einen mächtigen Außenposten machen. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Für einen 600 Jahre alten Bau ist es in ziemlich gutem Zustand. Das stimmt. So wird einfach nicht mehr gebaut. Und wenn wir uns die Burg holen, dann wissen die Leute, dass wir es ernst meinen. Unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr stoßen. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Aber auch von Süden aus könnten wir das Haupttor erreichen. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg? Nein. Wenn wir uns aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen. Dass wir das reinste Tontauben schießen. Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und, General, was denkst du? Machen wir es nicht komplizierter als nötig. Gehen wir rein und hauen wir ihn mit geballter Feuerkraft ein vor den Latz. Ich werde direkt hinter ihnen sein, Sir. Wenn du meinst. Okay, Leute.
Ihr habt den General gehört. Auf geht's. Versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bis wir in Position sind. Okay, soll ich dann hier bleiben oder was? Ich werde schon nichts passieren, ey. Ihr seid unsterblich im Gegensatz zu mir. Wird ja nicht so lange dauern, oder? Ja, gut. Ich glaube, das ist das alte Fort. Kommt mir bekannt vor, einer Fort Independence. Das kann man vor 3 vor. Was ist überhaupt hier drin? Myrolops. Was? Oh, Entschuldigung. In der Burg, da muss man auch mittelalterlich kämpfen, also. Ich mit deiner an, wir machen ja alles fertig. In den Güte, was das hier für eine Schlacht ist, ne? Ich dachte, hier sind Raider oder Supermutanten oder irgendwie sowas. Verdammt, scheint, als würden sie brüten. Wir müssen uns die Eier holen, sonst sind sie schneller zurück, als wir gucken können. Myrolurks verkriechen sich gerne in alten Gebäuden. Die Wände sind also vermutlich voll davon. Sieht so aus. Also, wir machen das wie folgt. Du bleibst hier im Hof und vernichtest alle Eier, die du finden kannst. Der General und ich säubern die Wände. Ja, Sir. Dann mal los, General. Ich hoffe nur, dass nicht allzu viele wütende Mütter in der Gegend sind. Warte. Aufgepasst. Hey. Sir. Aber wollt ihr mich verarschen? Als ob die Viecher irgendwie eine Gefahr sind oder so. Ja, wisst euch. Was machst du da eigentlich? Ja, wir sollen reingehen. Okay, da waren wir schon irgendwie klar. Wo ist denn hier rein? Da oben. Also, ich habe nicht mehr die Dinge dabei gebracht. Warte mal. Eröffne das Feuer. Oh. Komm mal her. Ein Erfahrungspunkt. Geil. Ich nehme einfach alle mit.
Da sind die großen Gegner der Minuteman. Ah ja, Meyerworks. Was sehr großes war es, glaube ich. Der Typ ballert immer noch. Er hat eine Königin wo. Ihr seht schon wieder Sachen, die ich nicht sehe. Zum Teufel. Will ich verarschen? Was ist das denn? Oh nein. Ja. Wir haben einen Schlag fast tot, geil. Wenn ich noch einmal getroffen werde, bin ich tot. War echt? Oh, echt schon wieder? So kacke, ich bin immer mit einem Schlag weg. Oh. Man geht doch mal auf jemand anderen los, außer immer. Boah. Das ist wieder so kacke, ne? Ich kann keinen vernünftigen Kampf hier machen, weil ich von allen immer getötet werde. Ah, das war jetzt unfair. Ich habe da gespeichert, ne? Ich habe gespeichert, als ich getroffen wurde. Willst du mich verarschen? Ey, das ist jetzt nicht wahr, ne? Boah, ey. Kotzt mich das an. Ja, super. Ich kann mich am Anfang gar nicht bewegen, ey. Irgendwann, was mich vor Dingen heilt. Ne. Ja, kann ich sehen, wie ich das wieder mache. Super. Muss ich irgendwie automatisch Speicherung laden, irgendwie. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.